So, guten Tag und willkommen zurück. Ihr seht 5500 Schwefel. Das ist eine sehr gute Sache. Apropos, dieser scheint einen Bahnhof hier zu haben. Hä? Nun gut, bauen jetzt ein bisschen aus. Dann noch ein paar Kanonen werden gebraucht. Und ja, das war's dann auch. Dann war ich bereit für den großen Angriff und willkommen eben zurück. Ich bin der Super F in die große Seuche. Hiya. Ach, ich hab die große gemacht. Okay. Ich kann, glaube ich, einen kleinen Mix machen. Groß, klein, groß, klein. Wieso nicht? So. Und ich glaube, sobald ich jetzt auf Winter stelle, werden hier keine Truppen mehr kommen. Bin mir aber nicht so sicher. Dass auch bald ist, werde ich mal diesen Leibeigen hier hinschicken. Ja, ist gut. Um zu schauen, was es dort so gibt. Vielleicht eine Schwefelmine. Das Wetter wird umschlagen. Regen steht uns bevor. Oh nein. Euer Wunsch ist mir Befehl. Elias. Kann sich hinten bleiben. Ja, ist Hilgen gut. Kann nach vorne. Dairo kann man hierhin. Stopp. Gut. Dann, was war's dann noch? Ah ja, genau, Kanone. Ihr solltet die Wäsche ins Trockene bringen. Es regnet. Oh nein. Ihr könnt wirklich den Unterschied sehen. Das Sichtfeld ist wirklich sehr viel kleiner. Sieh an, es ist eine kleine Insel. Ich dachte, hier wäre irgendwie die Map zu Ende. Aber gut. Hier oben ist auch Ari, glaube ich. Und jetzt muss ich da diesen Schlangelpass hinauf. Mann, Mann, Mann. Und ich sehe ja immer diese Skelette. Das können ja keine Dinosaurier sein oder so. Sehen immer aus, weiß nicht, was ist das? Elefant? Oder Mammut? Ich weiß ja nicht. Die sind hier überall, diese Skelette. Oder hier. Der Sommer steht kurz vor der Tür. Ah, wie schön. Noch eine Kanone. So. Die letzte. Nun, ich glaube, ich kann mal auf Winter stellen. Mache ich das mal. So. Es schneit. Ja, ja. Yay. Die Truppen sollen jetzt kommen. Och, Quatsch. Siedlungsplatz. Ah. Nehm ich. Aber sofort. Eben, ja, jetzt kommen die. Ich glaube, jetzt wird da eine Horde voller Soldaten kommen. Wie ihr wünscht. Wir kümmern uns darum. Seht ihr? Da sind sie ja schon. In eurer Stadt ist kein Platz mehr für weitere Siedler. Es ist Zahltag. Euer Wunsch ist mir Befehl. Sagte ich ja. Die kommen. Und ich lasse jetzt die mal kommen, damit ich die dann später nicht mehr bekämpfen muss. Aber Quatsch, ein Dorfzentrum. Wie schön. Und ich weiß jetzt nicht, ob die noch kommen. Ich warte hier mal ein bisschen. Und ja, wenn nicht, dann kann ich sofort weiterfahren und raufgehen. Ah, du gehst ein bisschen zu weit weg, mein Lieber.
Moment, das sind ja nur zwei Leibalken, ne? Das ist irgendwie auch doof. Dann bringe ich die noch hier hin. Kein Problem. Ah nein, da sind sie ja. Hat sich gekleidet. Aber schön, noch ein Dorfzentrum. Kann also eine riesige Armee haben. Das Problem bei diesen Armeen ist, sie sind sehr groß. Was heißt, sie sind sehr anfällig für Kanonen. Ich bin hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Weil das ist jetzt ein Unterschied. Wenn jetzt da eine Kanone auf nur einen Trupp schießt, da gehen vielleicht vier weg. Aber in die Mitte von hier, da würden gerade irgendwie so 20 Leute sterben. Das wäre ein immenser Verlust. Und sie sind auch schwer zu bewegen, diese Truppen. Also eben, das müsst ihr abwiegen. Was ihr machen wollt. Dann schicke ich mal da das hin. Flieg! So, flieg ein bisschen. Wo ist dieser Falke? Ah, hier. Ah, da kommen die Kanönchen. Die sind die langsamsten. Also ich soll, denke ich, bald angegriffen werden. So, ansonsten kann ich schon ein paar Tröpfchen wieder ausheben. Kann mir schaden. Und das Blöde ist ja, dass diese haben jetzt noch nur Schwefel. Weil nur Schwefel, das abgebaut wird, kann benutzt werden für, naja, um das zu multiplizieren. Und hier geht das leider nicht. Ah ja, wie schade. Aber gern! Apropos, Erik, geh mal hier hin. Wie ihr wünscht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich schon zu lange gewartet habe. Kommen sie schon, die Truppen. Gebt Acht, euer Dorf wird angegriffen. Nö, du sagst. Natürlich. Ja, 70 Taler, nicht so viel. So, Erik, kommen Sie zurück. Ja, natürlich. Hierhin. Wie ihr wünscht. So. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sold werden gezahlt. Nun gut. Ich glaube, das war's. War's das schon? Das ging aber Ferris, nicht so schnell. Zeig uns den Weg. Also recht schnell. Ja klar, die Türme. Ist halt dann so, muss man sich daran gewöhnen. Aber kommt da noch was, oder? Ich wäre mit meinem Vogel hier. Und dann war plötzlich Ende. Ich warte mal, bis der Winter fertig ist und dann gehe ich rüber. Ja. In Ordnung. Und hier sind die, ja, Nachschubstruppen. So kann man das nennen. Ausbauen. Ausgebaut, dann repariert, besser gesagt. Wird erledigt. So. Erkunde das Land! Jo, sieht wirklich so aus. Interessant. Klar, die sind jetzt überall noch diese Truppen. Bald wird es wieder wärmer werden. Genau. Überall. Das Gebäude ist ausgebaut. Mann, das wird ein Gemetzel.
immer Helden vorausschicken, das ist wichtig. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Und ich weiß jetzt eben nicht, muss ich da warten oder nicht? Erik wäre schon gut. Ha, die Sonne kehrt zurück. Es wird Sommer. Ja. Na gut, schauen wir wieder auf Winter und gehen da mal rein. So. Neflöckchen, Weißröckchen. Die hast du, glaube so ich, auch. So gut ich kann. Ja, ist gut. So. Ja, gern. Einer eurer Helden wird angegriffen. Für Ruhm und Ehre. Halt. Gut. So, greifen wir die mal an. Lehrt sie das Fürchten. Angriff. Da kriegst du ein bisschen Geschenke von mir. Attacke! So. Zack. Lehrt sie das Fürchten! Ja? Dann brauche ich noch Elias. Wie ihr wünscht. Ja, mein Herr. Dafür sind wir genau die Richtigen. Wir erledigen das. Wie ihr befehlt. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Huch, huch, huch. Wo laufen die denn hin? Bis in den Tod. Jawohl. Ja, Herr. Lehrt sie das Fürchten. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Wird gemacht. Dann lock ich mal die zwei Helden hier. Puff. Ja, gern. Ja, jetzt wird's anstrengend. Diese sollte jetzt angegriffen werden. Nicht? Jo, cool. Ich gebe mein Bestes. Für Ruhm und Ehre. Angriff. Ja, leider wird er jetzt angegriffen. Blöd. Verteidigt euch, ihr werdet angegriffen. Und hier ist es ein Turm. Sieh an. Also nein, eine Truhe. Also gut. Und ich nehme mal diese Kanönchen hier rüber. Sofort. Ich nehme mal diese Leibeigene hier rüber. Irgendwie hier. Wenn's denn sein muss. So. Seid unbesorgt. Wird gemacht. Kommst du? Wir kümmern uns darum. Wird gemacht. Jawohl. Du bist voraus. Das ist sich ein bisschen um. Ja, ist gut. Und ich komme dann nach. Jawohl! Hier ist es interessant. Wenn ihr meint. Schauen wir mal diese Truhe an. Es ist Zeit. Schauen wir mal Elias ein bisschen voraus. Ja? Aus dem Stück Holz. Wieso nicht? Wie ihr wünscht. Jawohl. So. Ich tue mein Bestes. Ja, ist gut. Diese vier Leibeigene kriegt man hier hin. Natürlich. Dann diese zwei hier hin. Euer Wunsch ist mir Befehl. So. Was ist das? Ah, neue Truppen. Gut zu wissen. Also die zwei, komm mal. Ich glaube, ich habe jetzt da bald Besuch. Ja, Herr.
Besuch von allen Truppen. Angriff. So gut ich kann. Nun gut, die Sonne ist bald hier auftauchen. So gut ich kann. Jawohl. Ja, gern. Wie ihr wünscht. Wo sind die denn? Selbstverständlich. Feinde haben einen Held attackiert. Attacke! Wenn Gott es so will. Da steht sie schon. Pilgrim liegt bewusstlos auf dem Schlachtfeld. So, Angriff. Jawohl. Ah, nein, dich brauche ich, Elias. Ich nehme mein Bestes. Geht mit dem Segen des Herrn. Ja. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. So. Wenn ihr meint, ihr werdet angegriffen. Gut. Wird gemacht. So. Gut. Ah, die anderen Truppen kommen jetzt. Ja. Wenn Gott es so will. Gut. Dann wollen wir hierhin. Dafür sind wir genau die Richtigen. Hierhin. Das kann ich. Sie können eigentlich auch hier rauf. Seid unbesorgt. Sehr gut. Und der Sommer steht kurz vor der Tür. Wow. Zurück. Ja, mein Herr. Wir erledigen das. Ich warte jetzt schnell, muss da wieder Mitte machen. Seid unbesorgt. Ich tue mein Bestes. Der Sommer kehrt zurück. So. Und jetzt wieder Winter machen. Und los. Schnee bedeckt die Landschaft. Ach, wie poetisch. Dafür sind wir genau die Richtigen. Wie ihr wünscht. Ja, Herr. Natürlich. Jawohl. Es ist Zahltag. Nun gut, jetzt wird's hier interessant. Hier kann ich irgendwie raufgehen. Ich muss mir mal anschauen, wieso. Ja, gern. Oh. Jawohl. Ja, gern. Wir kümmern uns darum. Ja! In Verteidigungsstellung. Feinde haben einen Held attackiert. Seid unbesorgt. Ergreift sie. Pilgrim Angriff. Ist am Ende seiner Kräfte und sank zu Boden. Angriff. Macht sie nieder. Angriff. Bis in den Tod. Für Ruhm und Ehre. Nein, die dort hinten müssen sein. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Oh Mann. Ergreift sie. Puh. Wir kümmern ja, uns darum. Ist Reception reich. So soll reich. Es sein. Ja! Du, Pilgrim, kommst nach vorne. Betrachtet die Sache als erledigt. Kommt jetzt. Greift hier an. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Feinde haben einen Held attackiert. Das ist schon schwierig daran. Angriff! Ja, ja. Gut. Ja? Angriff. Angriff. Lehrt sie das Fürchten für Ruhm und Ehre. Na los. Auf in den Kampf. Gut. Ja? So, hierhin. Ja.
irgendwas? Ich glaube nicht. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Das kann ich. Attacke! Ihr werdet angegriffen. Angriff. Apropos, wie sieht's hier nun aus? Ganz gut. Euer Wunsch ist mir Befehl. Hier gibt es nichts. Hier ist das Ende. Und ja, hier oben auch nicht. Das könnte man irgendwie freisprengen für eine Truhe. Ja. Mach mal, Pilgrim. So. Das gibt ein feines Feuerwerk. Ich nehme da mal Elias, Elias hier auf. Gern. Wenn Gott es so will, so gut ich kann. Ja. So gut ich kann. Eine eurer Lehmschächte wird bald leer sein. So gut ich kann. Seid unbesorgt. Gut, Pilgrim, du kommst jetzt gerade hier runter. Ja. Und mal schauen, was dort so ist. Seid unbesorgt. Hier wäre ein Weg. Ihr könntet hier ja jetzt so zum Beispiel ein paar Türme bauen oder so. Wie ihr wollt. 480 Wie ihr wünscht. Ja. So nicht wirklich. Wird gemacht. Ihr müsst es nicht machen, sagen wir so. Diese Leiberchen habe ich jetzt nicht gebraucht. Wie ihr seht, ich könnte hier nichts bauen. Schon doof. Wirklich nirgends. Es ist Zahltag. Also erst hier. Also dieser ganze Weg wird einfach da ohne Nachschub sein. Außer von hinten natürlich. Da müsst ihr dann entscheiden, was ihr wollt. Wie ihr wünscht. So soll es sein. Attacke! Feinde haben einen Held attackiert. Der Herr gebe euch Kraft. Attacke! Elias liegt bewusstlos auf dem Schlachtfeld. So. Angriff. Für Ruhm und Ehre. Angriff! Schnell. Ja. Für Ruhm und Ehre. So. Für Ruhm und Ehre. Angriff. Nur Mut! Wir werden siegen! Macht sie nieder! Ihr werdet angegriffen. Ergreift sie! Ach Quatsch. So. Angriff! Macht sie nieder! Und weg mit euch. Kaboom! Für Ruhm und Ehre! Ich denke mal, das war's. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Wir sind angelangt an der Zitadelle. Wie schön. So, hier sind wir nun an der Zitadelle. Kommt Kanon, damit das ein bisschen schneller geht. Schön. Kommst du auch gerade? Ergreift sie! Hier ist immer noch da, ja. Ja, diese Truppen sind halt schwierig zu kontrollieren, das ist das Problem. Bald wird es wieder wärmer werden. Ach. Es ist Zahltag. Was macht ihr denn hier? Angriff. Bis in den Tod! Alle, habe ich gesagt. Dafür sind wir genau die... Der Außenposten von Morphishay war zerstört worden. Damit war die Ursache für des Dorfes Verseuchung gefunden. So manches Jahr hatte sie das Dorf ihren giftigen Stoffen ausgesetzt. Die Folgen waren entsetzlich. Niemals wieder sollte diese Frau eine Stellung innehaben, die ihr ein solches Handeln ermöglichte. Sie wurde enteignet und eingesperrt. Glücklich hingegen war der Umstand, Ari wieder in der Heldengruppe begrüßen zu können.
Darius' Freude, Ari wieder an seiner Seite zu haben, war unbeschreiblich. Niemals vorher war ihm bewusst gewesen, wie viel ihm an ihr lag. Ari, es ist gut, dass du hier bist. Ich wollte dich schon so lange etwas fragen. Sage mir, wann? Wann sahen wir uns zum ersten Mal? Es ist 284 Tage her. Ich erinnere mich wohl. Du batest mich, den Schlüssel zu finden. Und ich fand ihn. Diesen Schlüssel, den fandest du wohl. Doch meinen Schlüssel, den hast du nicht gefunden. Kennst du nicht die alte Weise? Ich trage meine Minne gar tief im Herzen mien. Dort ist sie fest beschlutzen mit einem Schlüsselin. Gewiss, ich kenne sie. Doch du hast die zweite Strophe vergessen. Mien Lieb, es ist verloren, dein Herzens Schlüsselin. So werd in deinem Herzen ich immer sehen darin. Zusammen mit Ari und seinen Freunden sollte das nächste Ziel von Dario die Heimat seines Vaters, Old King's Castle, sein. Sehr schön. Wow. So. Das war's nun gewesen. Die große Seuche. Siedle 5. Schön. Sieh mal an. Oh, ja, in den Knochen. Und ja, das war's nun. Schauen wir uns noch ein bisschen die Tipps an. Ihr habt nicht viel Zeit, eure Verteidigung auszubauen. Es empfiehlt sich sehr schnell, zu dem Händler in den südlich gelegenen eingezäunten Lager zu gehen und dort mindestens zwei, aber wenn es geht, sogar alle drei herrlichen Truppenteile zu erwerben. Insbesondere die Artillerie ist nützlich, da ihr sonst zu frühem Zeitpunkt noch nicht an Artillerie rankommen könnt. Bürgen sollte mit seiner Bombe zugeschüttet Minen in der westlichen Liegen Hochebene freilegen, damit ihr dort Minen errichten könnt. Findet die unter großen Steinen versteckten Schatztruhen, es gibt zwei davon. Die meisten Feinde, die euch angreifen wollen, erscheinen im Süden nahe am Kartenrand, zieht mit einer starken Armee dahin und zum Schutz dieser Karte richtet dort eine Menge Kanonentürme. Die Spalte dort entscheidende Feinde werden somit gleich aufgerieben und können gar nicht erst zu eurer Siedlung vorrücken. Schöne Tipps! Spiel verlassen, schauen wir ein bisschen die Stats an. 648 Feinde erledigt, nicht schlecht, und nur 43 verloren. Wow! Und wie sieht es da mit Talern aus? Sollte ein bisschen runtergegangen sein. Oh, 27.000, nicht wenig. Nun gut. Das nächste Kapitel ist wohl in Siedler 5, Old King's Castle. Bis dann. Schönen Tag.